Weißt du nicht mehr, was ich dir damals gesagt habe? Dass ich einen Traum hätte, so groß wie ein Ozean. Hier entlang. So leicht geben sie nicht auf. Pioma! No! No! Los, töte mich! Nein! Oh mein Gott. Ist nur ein Kratzer. Sei unbesorgt. Er muss verarztet werden. Komm schon, gehen wir. Ich möchte auch noch in Ruhe zu Ende baden. Ja, du kannst ihn gleich mitnehmen. Klingt nach einem Plan. Was für ein Chaos. Mensch, direkt Action hier schon wieder. Nach dem Überfall im Terradaya suchte Ryoma Sakamoto beim Satsuma-Clan Zuflucht. Nächstes Mal habe ich sicher nicht so viel Glück. Fürs Erste wirst du dich um alles kümmern müssen. Ich zähle auf dich. Okay. Zusätzliche Bindungsbelohnung. Sprich über Bevorstehendes mit Katsura. Mache ich gleich. Kyoto Anwesen des Satsuma-Clans. Du bist aber schön. Hallo. Okay, wir haben jetzt zwei Quartiere. Hoffen wir einfach mal, dass die Technik jetzt mitspielt. Ansonsten. Natürlich doof, wenn es dann halt mitten in einer Videosequenz ist. Dabei will ich doch weiter. Kimos ruchlosen Samurai. Oh, das sieht aber schön aus. Sieht alles so cool aus. Stylisch, ja, ne? Finde ich auch. Und die ganzen Punkte her. Eine Bündnisbelohnung. Was ist er denn? Saigo hieß er, ne?
oder? Hier. Was bekommen wir denn? Wir kriegen Charmapunkte. Hier ist der Sumo-Stampfer. Oh, das sieht bestimmt aus wie der Sumo-Stampfer von Zelda, Twilight Princess. Oh, das ist cool. Medizinkästchen. Stirnband und Kampfkleidung der Samurai-Escort. Bei der Suche nach Informationen erfährt Katsura von den Plänen, die Shoshu auszulöschen, und sucht Takamori Saigo auf, der mit dieser Mission betraut wurde. Unterstützt von Ryoma Sakamoto und der Protagonistin handelt er die Satsuma Shoshu Allianz aus. Geil. Hat dieser Hund nicht. Während der Rebellion am verbotenen Tor wird Saigo von Yoshinobu Tokugawa, dass sie überredet, sich auf die Seite des Shogunat zu stellen, um die Shoshu-Armee zu besiegen. Als er die Überlebenden des Shoshu-Clans aufspüren und strafen soll, kommen ihm jedoch Zweifel daran, dass dieses Vorgehen gerechtfertigt ist. Nachdem er mit der Protagonistin und Ryoma Sakamoto gesprochen hat und von Kogoro Katsuras Entschlossenheit überzeugt wurde, stimmt Saigo der Gründen der Satsuma Shoshu-Allianz zu. Ja gut. Shoshu-Clan. Nach ihrer Niederlage gingen die Shoshu eine Allianz mit den Satsuma ein, die unter anderem von Ryoma Sakamoto ausgehandelt worden war. Die Möglichkeit, nun mehr Krieger in die Schlacht schicken zu können, gab den Shoshu in ihrem Hass auf das Shogunat neue Motivation. Die Meinungen darüber, ob Satsuma weiterhin auf der Seite des Shogunats bleiben sollte, gingen eine Zeit lang auseinander. Schließlich überzeugten Ryoma Sakamoto und andere den Clan von einer Allianz mit dem rebellischen Shoshu-Clan, die das Land wagemutig auf einen neuen Pfad führen sollte. Sehr gut, die Prinzessin ist mit dabei. Kyoto Anwesen des Satsuma-Clans. Ein Anwesen der Satsuma-Krieger im Marutamachi-Bezirk von Kyoto. Diese politische Basis des Satsuma-Clans in Kyoto befindet sich westlich vom Kaiserpalast, was die enge Verbindung des Clans zum Kaiserhof zeigt. Das Anwesen dient als Wohnsitz von Nariakira Shimazu, Feudalherr des Satsuma-Clans, sowie für seinen jüngeren Bruder Hisamitsu, auch bekannt als der Vater des Clans. Von Kanji-Tempel. Ein Rinzai-buddhistischer Tempel im Gion-Bezirk von Kyoto. Angeblich wurde er von einem Clan von Immigranten namens Yasaka-Clan gegründet. In der Sengoku-Zeit, 15. bis 16. Jahrhundert, hisste eine Reihe von Daimyo hier ihre Clan-Banner, um zu zeigen, wer der neue Herrscher über das Land war. Aus dem Hauptgebäude ragt die fünfstöckige Yasaka-Pagode auf, die zweithöchste nach der Pagode in Kofukuji. Higashiyama, ein hügeliges Gebiet am Ostufer des Kamogawa, das an die südliche Grenze von Gion reicht. Hier befinden sich mehrere Wahrzeichen, die schon lange für ihre Schönheit geschätzt werden, wie etwa die Hügel unter dem Kiyomizu-Dera-Tempel. Vom Stadtzentrum aus hat man einen Blick auf den idyllischen Bergzug, der dem Ort seinen Namen gab, auch bekannt als die 36 Gipfel von Higashiyama. Kiyomizu-Dera-Tempel, ein Kita-Hosso-Tempel im Higashiyama-Bezirk von Kyoto. Sein Ursprung stammt aus dem Jahr 778, als der Mönch namens Kenshin eine Vision des Otawa-Wasserfalls hatte und dort begann zu beten. Aufgrund seiner spirituellen Verbindung zu Bodhisattva-Kanon zog der Ort viele Gläubige an. Legenden zufolge kann man sich seinen Traum erfüllen, wenn man den Fall von der höchsten Terrasse überlebt, wobei die meisten, die den Sprung wagen, sich dabei nur Verletzungen oder Schlimmeres zu. Die Gründung der Satsuma-Shoshu-Allianz. Die Gründung von einer Anti-Shogunat-Allianz zwischen dem Satsuma und dem Shoshu-Clan. Nach der Rebellion am verbotenen Tor sind die Beziehungen zwischen den beiden Clans angespannt und werden noch verschlimmert, als Takamori Saigo den Auftrag erhält, Mitglieder des Shoshu-Clans zu jagen und zu bestrafen. Doch dank der Überzeugungsarbeit von Ryoma Sakamoto und anderen können Saigo und Kogoro Katsura eine Allianz aushandeln. Ein Vorfall ereignet sich, bei dem Ryoma Sakamoto im Gasthaus Tirade überfallen wird. Nur dank Ryo Narasaki schneller Reaktion überlebt Ryoma mit einem schwer verwundeten Arm. Trotz allem fordert das Gefecht neun Menschenleben. Später kann Ryoma mit der Hilfe von Takamori Saigo auf das Anwesen des Hatsuma-Clans gehen.
Ah, du bist es. Ich bin es. Wie geht es dir? Entschuldigung. Oh nee, kann ich ihn streicheln? Ich kann ihn streicheln! Ja! Bestes Spiel. Ah. Oh, bist du süß. Ich möchte gerne wissen, wie er heißt. Konnte Ryoma denn sicher zurückkehren? Tut mir leid, dass ich ihn nicht verabschieden konnte. Wir müssen über den Vorfall im Gasthaus Terrada reden. Aber wir wissen immer noch nicht, was genau sich dort abgespielt hat. Tja. Ja, Shinsengumi, würde ich sagen, ne? Hast du eine Ahnung, was passiert ist? Ja, deinem Bericht zufolge war jedenfalls ein Mitglied der Shinsengumi involviert. Kondo und Hijikata waren auf Befehl des Shogunats nicht in Kyoto. Die beiden können wir als Verdächtige ausschließen. Wenn die Satsuma-Choshu-Allianz offen nach dem Schuldigen sucht, riskieren wir eine Strafe des Shogunats. Und da kommst du ins Spiel. Ich? Wir wollen, dass du die Shinsengumi infiltrierst und herausfindest, wer es war. Ich werde diese Entscheidung Katsura überlassen. Du willst mich also in die Höhle des Löwen schicken. Hey, Katzen, habt euch lieb. Hallo. Hallo. Ja, ihr seid Kämpfer. Aber hört auf, miteinander zu kämpfen. Hallo. Ja. Männer. Immer wieder dasselbe mit den Männern. Hey. Chica. Oh. Ja, es war eine scheiß Idee, aber meine Zwillingsdinger könnte daran verwickelt sein. Ha, ich bin dabei, YOLO. Ich wusste, dass du zustimmen würdest. Du kommst allein zurecht und bist auf alles gefasst. Nun, einige mögen dich schon kennen. Aber mit der richtigen Tarnung wird niemand etwas merken. Ich bringe dir alles bei. Hey, ich bin Profi im Schleichen. Komm zum Tempel Nishihonganji, wenn du soweit bist. Du musst für die Aufnahmeprüfung bereit sein. Hundi? Ich kann ihn nicht mehr streicheln. Kann ich ihn nur einmal am Tag streicheln oder was? Was soll die Scheiße? Rickspiel, deinstallieren. Wo ist die Prinzessin? Ist die auch hier irgendwo? Ja, wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich an einem etwas sicheren Ort. Hey! Okay. So regt er einen Plan aus, weil er befürchtet, dass der Shoshu-Clan sein Biss. Ja, Mau! Kannst du mit diesem Gesuch derzeit nicht fortfahren? Weil er hier involviert ist, wahrscheinlich. Stufe 43. Damn! Mau! Muss ich denn da vorhin? Da unten? Da soll ich mich reinschleichen?
Wird ja witzig werden. Hey, hier drüben! Hi, Gonzo. Schade, dass er nicht Gonzo González heißt. Ich will ihn feiern. Oh. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Wäre der wildeste der wilden Kerne. Hm. Definitiv. Hey! Der Ort wird von der Shinsengumi als Außenposten genutzt. Deine Einschreibung wurde schon vorgenommen. Dank unserer Satsuma-Verbindung erwarten sie einen fähigen Ronin für ihre Reihen. Du hast bereits eine Shinsengumi-Uniform, oder? Hab ich? Zieh sie am besten jetzt schon an. Solange wir nicht wissen, wer hinter dem Angriff im Gasthaus Terada steckt, ist deine Rückkehr für Ryoma zu riskant. Du schaffst das. Es steht viel auf dem Spiel, aber ich glaube an dich. Werde den Verantwortlichen finden. Hoffe ich. Ha, das wollte ich hören. Saigo und ich werden für deinen Erfolg beten. Dann bietet mal für meinen Erfolg. Oh! Oh, kann ich die Rüstung behalten? Sieht toll aus. Hi, Kondo. Ah, du musst die neue Rekrutin sein. Ist das Kondo? Nee. Ich hab schon viel von dir gehört. Der will uns erkennen. Du sollst sehr fähig im Schwertkampf sein. Aber hier prahlen viele Schwächlinge mit ihrem Können. Also musst du es mir erst beweisen. Kennen wir uns irgendwoher? Ha, furchteinflößend. Ich erwarte viel von dir. Aber ich könnte schwören, wir kennen uns irgendwoher. Na. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Schon gut, vergiss es. Tut mir leid. Ah, darf ich vorstellen? Ich bin Shinpachi Nagakura. Und dieser Kerl hier ist Hajime Saito. Saito, führ die Neue hier rum und sieh zu, dass du sie auf Herz und Nieren prüfst. Du solltest Saito gut zuhören, verstanden? Ihm kann hier keiner das Wasser reichen. Und reiz ihn nicht, wenn dir dein Leben lieb ist. Sehr witzig. Hast du schon mal einen Kameraden getötet? Nein. Duelle sind streng verboten. Wer bei uns einen seiner Kameraden tötet, kann sich die Klinge gleich selbst in den Leib rammen. Der Übungsbereich ist gleich da drüben. Gehen wir rein. Hey! Dann werde ich immer mein Können zeigen. Das da drüben sind Suzuki und Todo. Wenn du an Schusswaffen interessiert bist, solltest du mit den beiden sprechen. Nee, ich habe kein Aiming, danke. Hier trainieren wir. Willkommen anscheinend gerade recht für eine Übungseinheit. Wer sein Schwert nicht beherrscht, hat in der Shinsengumi nichts verloren. Gummi. Also dann, beweis mir, dass du hier richtig bist. Das ist dein Gegner. Gut, ich erwarte mir viel.
Hallo. Runde 1. Bin bereit für Runde 2. Wieso schaut mir keiner zu? Das ist ja langweilig. Du bist gut. Aber ich würde gerne noch etwas mehr sehen. Jetzt versuch mal, es mit ihm aufzunehmen. Kann ich nicht einfach gegen dich kämpfen? Und dann hast du den Beweis? Und enttäusch mich nicht. Kakugo! Der Arme! Oh Gott, der Arme! Oh, es tut mir so leid. Oh, hat ja gar keine Chance gehabt. Ich hab ihn ja voll in die Ecke gedrängt. Upsi. Was denkst du? Hat sie dich überzeugt? Wahrscheinlich immer noch nicht. Ihre Technik ist durchaus interessant. Wirklich nicht schlecht. In so hohen Tönen habe ich dich ja noch nie jemanden loben hören. Also, sollten wir ihr die Ehre zuteil werden lassen, sich mit mir messen zu dürfen? Ein Kampf gegen Nagakura ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Traust du dir das zu? Ich möchte gegen dich kämpfen. Aber okay, dann gegen Nagakura. Mach dir keine Sorgen, es wird niemand sterben. Schade. Du musst dich nicht zurückhalten, Leute. Los, komm schon, gib alles! Nicht zu spaßen. Der Anfang war holprig. Äußerst interessant. Nagakura zu schlagen, ist eine beachtliche Leistung. Und jetzt du? Also gut, hm? Folge mir. Na, du und ich? Hm? Feigling. Oder kämpfen wir hier drin? Ah, du bist der Neuling, ja? Oh, Soji! Kommst du einen Moment her? Oh nein, er ist im Krankenbett. Entschuldigt die Störung. Ich hielt es für angebracht, mich vorzustellen, selbst in diesem Zustand. Das ist Soji Okita. Weder ich noch Nagakura können ihm im Schwertkampf das Wasser reichen. Also ich habe ihn schon besiegt, aber er ist krank. Das ist heute nicht mehr wahr. Jetzt, da ich ans Bett gefesselt bin, bin ich nur noch Ballast.
Wenn du noch größere Fortschritte machen willst, solltest du dich an Saito halten. Du könntest viel von ihm lernen. Okita, ich gehe zum Dojo. Schick die Rekruten rüber, sobald ihr mit Reden fertig seid. Erzähl, warum willst du der Shinsengumi beitreten? Ich bin hier, weil ich kämpfen will. Du scheinst von dir überzeugt zu sein. Lügen brauche ich nicht. Wie bedauerlich, dass mein Zustand uns ein Duell leider unmöglich macht. Sag mal, haben wir uns vielleicht schon mal gesehen? Du kommst mir seltsamerweise sehr bekannt vor. Meinst du? Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber ich würde mich davor hüten, Aufmerksamkeit zu erregen. Immerhin steht dein Leben auf dem Spiel. Saito wartet auf dich, oder? Du solltest gehen. Wir sehen uns später. Halt als Emma. Nein, durch unsere Verkleidung erkennen die uns nicht. Obwohl das eigentlich sehr offensichtlich ist, dass ich das bin, aber es ist halt ein Spiel. Es ist halt wie, wenn ein berühmter Popstar draußen rumläuft und sich eine Brille aufsetzt und ihn plötzlich keiner erkennt. So ist das auch hier in diesem Spiel. Nimm ein Tuch vor deinem Mund und man weiß nicht mehr, wer du bist. Deswegen nur, also man erkennt dich dann nicht mehr. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. Ach so. Jetzt darf ich wieder kämpfen? Darf ich jetzt endlich gegen dich kämpfen? Fangen wir an. Ja, doch. Er macht Schaden. Oh, okay. Okay. Ja. Oh mein Gott. Der Kampf ist vorbei. Okay, ich hab nichts gesagt. Okay. Das ging schnell. Fangen wir an. Ja. Oh, was war denn das für ein Tritt gerade? Ich verstehe. Au! Steht fest. Von unseren Mitgliedern könnten es nur wenige mit dir aufnehmen. Und das ist keine Übertreibung. Ach, du hättest sogar gegen Kogoro Katsura oder Ryoma Sakamoto eine Chance.
Die Namen sagen dir sicher etwas. Habe ich recht? Nee, kenne ich nicht. Wer sind denn die? Nie von ihnen gehört. Meine Güte. Deine Ahnungslosigkeit bringt dich noch in ein frühes Grab. Pass lieber auf, was in der Welt so vor sich geht. Gut. Ich denke, diese Rekrutin können wir gut gebrauchen. Irgendwelche Einwände? Von mir nicht. Es gibt dann noch jemanden, den ich dir gerne vorstellen würde. Komm mit. Wer kommt denn jetzt? Ich möchte dir einen Offizier vorstellen, Kashitaro Ito. Er ist sehr klug und weiß genau, wohin die Welt sich bewegt und wie sie dorthin kommen wird. Moment. Ah nee, es ist Hirobumi Ito. Ich bin schon gewohnt, warte mal. Suzuki, den ich dir schon gezeigt habe, ist Itos jüngerer Bruder. Auch ein wichtiger Mann. Er führt eine unserer Einheiten an. Muss ich auch gegen ihn kämpfen? Was ich euch bekannt gemacht habe, werde ich unter vier Augen mit Ito reden. Du sollst alle dir zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unser Gespräch zu belauschen. Hast du verstanden? Ito, hier ist eine neue Rekrutin für dich. Ihr Schwert beherrscht sich fast so gut wie Nagakura oder ich. Oh, ein Lob von Saito. Dann musst du etwas Besonderes sein. Ich bin Kashitaro Ito, Stabsoffizier der Shinsengumi. Hi. Die Shinsengumi besteht aus den besten Elitekriegern ganz Japans. Im Vergleich zu uns sind die Männer des Shoguns nur feige Schwächlinge. Unsere Taten werden die Zukunft dieses Landes entscheiden. Sei dir deiner Macht als Teil der Shinsengumi bewusst. Ich werde es mir merken. Das will ich hoffen. Bei uns wirst du mehr als genug Gelegenheiten zum Kampf bekommen. Keine Sorge. Ich erwarte viel von dir. Ach, und Saito, können wir kurz sprechen? Das wäre alles. Wegtreten. Ich will, dass du von draußen unser Gespräch belauschst und dir jedes einzelne Wort einprägst. Verstanden? Dann geh. Okay, Chat. Notizzettel und Stift raus. Ich werde mir wahrscheinlich nicht alles merken können. Wahrscheinlich von oben. Oder von hier. Wir merken, Leute. Nur angewiesen, sich nützlich zu machen. Jemand mit einem solchen Talent sollte die Schwertübungen leiten. Kondo und Hijikata sind fort. Okita ist krank. Das ist unsere Chance. Niemand wird uns davon abhalten, uns von der Shinsengumi abzuspalten. Aber wenn wir nicht hier sind, könnten die Gegner des Shogunats, die in Kyoto lauern, waghalsiger werden. Das Attentat auf Sakamoto im Gasthaus Terada hat weder die Satsuma noch die Choshu auf den Plan gerufen. Darum müssen wir uns nicht sorgen. Wir treffen uns in Aburanokoji, um zu besprechen, wie wir uns von ihnen befreien. Ich erwarte dich auch dort. Wir sind fertig. Du kannst jetzt rauskommen.
Okay, aber warum hat er mir jetzt die Möglichkeit gegeben, zu lauschen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Oh, was ist ein Schatz? Das war ausgezeichnete Spionagearbeit. Ito hat nichts mitbekommen. Sicher kannst du dir schon denken, was los ist. Aber um es noch einmal offen zu sagen, Ito ist ein Verräter. Ich werde ihn auf Kondos Befehl hin weiter beobachten. Was war denn am Gasthaus los? Vor kurzem hat jemand das Gasthaus gestürmt und dabei Ryoma Sakamoto angegriffen. Hast du nicht davon gehört? Nein, ich lebe hinterm Stein. Er ist ein wichtiges Mitglied der Anti-Shogunat-Fraktion geworden, weshalb Ito ihn im Gasthaus Terada umbringen wollte. Also hat Ito das alles selbst geplant? Im Grunde schon, ja. Die Leute erzählen sich, dass wir dafür verantwortlich wären. Aber weder Kondo noch Hichikata hatten etwas damit zu tun. Itos wahre Absicht war es, den Ruf der Shinsengumi zu beschmutzen und außerdem mehr über die Pläne der Gegner des Shogunats herauszufinden. Wir wissen jetzt, dass sie es im Moment nicht riskieren können, groß aufzufallen. Darum hat sich Ito gedacht, das wäre der richtige Zeitpunkt für seinen Schachzug. Ich werde die Shinsengumi von Itos Fraktion befreien. Ich weiß, du bist gerade erst beigetreten, aber ich brauche deine Hilfe dabei. Triff mich in Aburanokoji. Dort werden wir es tun. Dort werden wir was tun? Das klingt falsch. Okay. Das Ende des Shogunats trifft sich mit Hajime Saito. Oh Gott. Das klingt nach Finale. Aber wir können doch noch nicht im Finale sein, oder? Ich habe noch nicht mal eine Beziehung mit jemandem eingegangen. Bogoro Katsua braucht Unterstützung. Jetzt kann ich ja eine Bündnisquest. Ryoma ist nach dem Anschlag durch unbekannte Assassinen im Gasthaus gerade schwer verwundet. Jemand hieß sich Satsuma zur Allianz nicht gut. Es muss das Werk deiner Zwillingsklinge sein, die am langen Schatten dieses Krieges aktiv. Klingt halt auch nach einer finalen Quest. Ja! Das ist es halt. Aber irgendwie fühlt sich das noch nicht so wirklich an nach finale Quest. Aber wir sind ja irgendwie immer noch dabei, Verbündete zu suchen und weiß ich nicht was. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir, also dass unsere Seite genug Leute hat, um das Shogunat zu stürzen. Wir haben jetzt zwei neue Bündnisse. Und zwar Shinpachi Nagakura. Kostüm. Schalt. Stärkepunkt, das ist gut. Die zwei brauche ich auf jeden Fall, um meine maximale Gesundheit zu erhöhen. Hajime. Ja. Ja, Hajime Saito. Er war ja eigentlich ganz cool. Schicklich. Gemeinsames Attentat mit Verbündeten. Oh, das mag ich. Viele Charaktere es einfach gibt. Ist doch klar, dass ich irgendwann bei den ganzen Namen nicht mehr durchsehe. Die Okita.
Okitas Gesundheitszustand verschlechtert sich so sehr, dass er nicht mehr kämpfen kann. Als die Protagonistin die Shinsengumi infiltriert, ist Okita ans Bett gefesselt. Auf ein Lob von Hajime Saito, einem der besten Männer der Shinsengumi, erwidert er verbittert, dass er nun nur noch Ballast sei. Oh, es tut mir so leid. Es ist halt die Frage, was hat er für eine Krankheit? Einfach nur so ein chronischer Husten? Shinpachi Nagakura, Schwertkämpfer des Shinto-Munen-Ryu. Nachdem er eine Weile in Isami Kondos Dojo verbracht hat, folgte er seinem Gastgeber und trat ebenfalls der Roshigumi bei. Sein Bestreben, als größter Schwertkämpfer überhaupt bekannt zu werden, ist ja etwas kühn, dennoch fühlt er sich Kondos Samurai-Kodex verpflichtet. Seine charakteristische Ehrlichkeit hat ihm viele Bewunderer eingebracht. Hajime Saito. Mitglied der Shinsengumi, ein schweigsamer, äußerst strenger Mann, der auch unter Druck immer einen klaren Kopf behält. Er trat der Shinsengumi aus Bewunderung für Isami Kondo und anderer Männer mit starken Überzeugungen. Seine beeindruckende Schwertkunst wird von vielen als unübertroffen. Ashitara Ito. Berater der Shinsengumi, der er beitrat, um den Frieden in Kyoto aufrechtzuerhalten. Obwohl er in der Elite-Polizeitruppe noch ein Neuling ist, wurde er mit offenen Armen empfangen und machte sich aufgrund seines scharfen Verstands und seiner rhetorischen Fähigkeiten schnell bei den anderen Kriegern beliebt. Mikisaburo Suzuki, ebenfalls Mitglied der Shinsengumi, ist ein jüngerer Bruder. Nishihonganji-Tempel. Ein Yodo-Shin-Tempel im Shimabara-Bezirk von Kyoto. Im Jahr 1602 geriet er unter die Kontrolle von Ieyasu Tokugawa, der ihnen einen östlichen und einen westlichen Tempel aufteilte. Der Name des westlichen Tempels, Nishihonganji-Tempel, wurde von Junyo gewählt, dem dritten Sohn von Kenyo, der wiederum der 11. leitende Mönch des ursprünglichen Honganji-Tempels war. Im südöstlichen Teil des Tempels ist der Hionkaku-Pavillon, der seinen Namen von den Papierschiebetüren hat, die Wolken ähnelt. Der Kampfstil der Mugal Ryu. Ein Schwertkampfstil, der im 17. Jahrhundert von Getan Tsuji begründet wurde. Er kombiniert Elemente des Yamaguchi Ryu, den Tsuji meisterhaft beherrschte, und der Zen-buddhistischen Philosophie. Die Schule hat ihren Ursprung in Edo, verbreitete sich aber später unter verschiedenen Clans und konnte sich in ihrer Glanzzeit mit über 1000 Studenten rühmen, darunter berühmte Schwertkämpfer wie Hajime Saito. Vor allem unter hochrangigen Gefolgsleuten des Tosa-Clans ist dieser Stil des Schwertkampfs sehr verbreitet. Ich liebe Sachen vorzulesen, habe ich das schon mal erwähnt? Au, was ist los, Noctis? Magst du es auch, wenn ich vorlese? Ist bei dir irgendwas Neues? Hey! Wahrscheinlich nicht, was oder? Was hältst du? Alter, verdammt! Ach, wirklich? Bis später! Ja, wann kann ich denn hier so eine Romanze eingehen? Ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende. Ich habe immer noch keinen Freund. Hey! Hallo. Nach dem, was mit Gensui passiert ist, sind alle noch etwas aufgelöst. Jetzt, da die Satsuma unsere Verbündeten sind, ist die Zeit reif. Ich muss mich sammeln. Apropos Satsuma. Einer ihrer Männer forderte ein Duell. Aber... das ist schon eine Weile her. Erinnerst du dich noch? Dein Kampfgeschick hat mich wirklich überrascht. Jetzt hör aber auf. Erstmal flirten. Ein solches Kompliment aus deinem Mund. Katsuha, wir können dem auf keinen Fall zustimmen. Du willst, dass wir uns jenen anschließen, die Kusaka in den Tod getrieben haben? Ich versichere dir... ich tue mich auch schwer. Ich dachte mir schon, dass du nicht einfach so zustimmen würdest. Deshalb habe ich ein Bankett für die Satsuma und uns vorbereitet. Sie werden von Okubu angeführt. Kurodas Leute werden auch dabei sein. Eine gute Gelegenheit, ihre Vertrauenswürdigkeit zu testen, nicht wahr? Also gut. Ich werde mir anhören, was die Satsuma zu sagen haben und mir eine eigene Meinung bilden. Wenn es dir möglich ist, sollst du auch kommen. Was sagst du? Ich folge dir. Gut, ich habe in der Nähe etwas vorbereitet.
Komm später vorbei. Die Bündnisquest machen wir noch und dann machen wir Feier. Ich irgendwie Bauchschmerz. Gut, gehen wir. Wie es scheint, verspätet sich Okubo von den Satsuma. Allerdings sah ich den Mann, der mir den Brief geschickt hat. Die Gemüter hier sind schrecklich erhitzt. Ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt. Danke fürs Warten. Fangen wir an, ja? Party. Katsura. Erinnerst du dich noch an unser Duell? Ehrlich gesagt, war ich damals ziemlich enttäuscht von dir. Ui. Harte Worte. Du wusstest nicht, wer ich war, doch verschontest mich. Zu weich für einen Samurai. Und nun sollen wir zusammen kämpfen? Wir Satsuma sind skeptisch. Du Narr! Niemand hier beweist so viel Weitblick wie Katsura. Wenn er dich verschont hat, dann hat er das aus einem guten Grund getan. Bist du nicht um dein Leben gerannt? Aber nur weil du damals zugegen warst. Wäre er allein gewesen, hätte er die Flucht ergriffen. Glaub mir. Du da. Yamagata, richtig? Wenn dir unsere Worte so missfallen, dann bring uns doch zum Schweigen. Mit deinen Fäusten. Vielleicht überlege ich es mir dann. Nichts lieber als das. Euresgleichen kann ich auch ohne Waffen fertig machen. Euer respektloses Verhalten gegenüber Katsura und den Shoshu werdet ihr schon bald bereuen. Hol deine Karten raus. Hey, das reicht jetzt! Ich glaube, es lässt sich nicht mehr abwenden. Wenn mich Okubo jetzt dafür drankriegt... Keine Sorge. Sollen sie sich ruhig austoben. Ich darf mich jetzt prügeln? Tapfere Krieger, da sehe ich mich. Eine kleine falsche Bewegung kann bereits alles zunichte machen. Das solltest du wissen. Nein, ich hab kein Ki mehr. Wenn ich ein gewisses Niveau halten, könnte ich wohl kaum erwarten, dass du mir folgst, oder? Bam! Level up! Was ist Schlägerei, ja? Nicht schlecht. Und ich dachte, du hättest dich nur aufgeplustert. Ich habe deine Kraft ebenfalls vollkommen unterschätzt. Katsura, bitte verzeih mir mein unhöfliches Verhalten. Na, werden wir nüchtern? Dieses Gelage war eine Spitzenidee. Allein um die Streiterei zu sehen, war es das wert. Mit dem Sturz des Shogunats ist es nicht getan. Wir brauchen gute, vernünftige Männer wie Katsura, um dieses Land wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Danke an alle. Und jetzt lasst uns weiter das Festmahl genießen. Entschuldige, dass ich dich damit reingezogen habe. Dich kämpfen zu sehen, beeindruckt mich jedoch immer aufs Neue. Tatsächlich hat deine Vorstellung die Kampfeslust in mir geweckt. Wie wäre es, wenn wir uns beide messen würden? Ich warte draußen auf dich. Der Nächste, der sich prügeln will? Okay. Mit Schwertern? Gut, fangen wir an. Ich weiß nur zu gut, wozu du fähig bist. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Das merke ich. Ich bin ziemlich beeindruckt. So geht das. Nakamura sagte, ich sei zu sanftmütig. Und er hat recht. Das weiß ich selbst. Hat er getrunken?
Aua. Gut. Langsam werde ich wach. Der unserem Pfad treu bleibt. Ist das klar, Kusaka? So. Kämpf nüchtern gegen mich, okay? Ah, Nakamura. Und Okubo ist auch endlich eingetroffen. Das Duell hat gezeigt, du bist gar nicht so weich wie gedacht. Deine Entschlossenheit war für jeden klar zu erkennen. War deine kleine Darbietung etwa von vornherein geplant? Natürlich nicht. Ich wollte nur mal wieder meine Schwertkünste bemühen. Freut mich, dass sie dir gefallen haben. Schmeichelhaft. Klingt plausibel. Nun, als dein Partner in dieser Allianz hat mir durchaus gefallen, was ich gesehen habe. Sei gewarnt. Ich habe vor, mich auf deinen Schwertarm zu verlassen. Ah. Unglaublich, dass Okubo und die anderen zugesehen haben. Dank der unverhofften Zuschauer wird die Allianz wohl noch länger Bestand haben. Dank dir war der Abend ein voller Erfolg. Auch wenn es schwierig war, Nakamuras anfängliche Provokationen zu ignorieren. Ehrlich gesagt, habe ich so meine Zweifel, ob meine Strategie wirklich den Wandel Japans herbeiführen kann. Ich habe eine Vision. Und alle sind so gütig, mir zu folgen. Doch hinter verschlossenen Türen sind Sorgen mein ständiger Begleiter. Was denkst du? Handle ich richtig? Das werden wir im Laufe der Zeit herausfinden. Wohl wahr. Genau das möchte ich. Ich werde nicht eher aufhören, bis wir die Antwort kennen. Heißt, ich komme aus der Bündnisquest und plötzlich bin ich hier. Nicht mehr irgendwie eine Verschnaufpause. Ah, da oben steht einer. Ich habe keine Gewehrkugel mehr. Ja, jetzt kack. Oh, nevermore. Ich kann doch einfach hier hochgehen. Und jetzt den letzten. Hi! Ah!
Da war der Kopf ab. Ups. Dass ich die Gegner zum Schluss auch immer köpfen muss. Honey! Okay. Cool. Kusakas Tod bei der Rebellion am verbotenen Tor organisiert Katsura ein Bankett, um mehr über die Pläne des Satsuma-Clans in Erfahrung zu bringen. Trotz einer kleinen Auseinandersetzung, an der er selbst auch beteiligt ist, wird wieder Frieden geschlossen. Katsura plagen Zweifel, ob seine Vorgehensweise die richtige ist, doch die Protagonisten ermutigt ihn dazu, sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen. So muss das sein. Sieben Fertigkeitspunkte schon wieder. Sag mal. Die Feuerrate deines Bogens sowie den Charme von Pfeilen, wenn dein Bogen voll gespannt ist und du schießt. Aber wie spanne ich denn den Bogen? Er hat halt irgendwie den Pfeil immer direkt abgeschossen. Hey, hey, hey! Hat's natürlich nicht. Verringert den Schaden, den nicht kontrollierte Verbündete erleiden, noch mehr und erhöht den verursachten Schaden. Ja! Damn! Okay. Was haben wir denn hier Neues? Neue Stangenwaffe. Kimono des Säufers. Geil! Den brauche ich. Katsuras Kimono. Der bestimmt nach Sake stinkt. Wollte ich schon immer haben. Okay. Das Ende des Shogunats. Ich bin gespannt, ob das das letzte ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es fühlt sich noch nicht so an. Als wäre es das letzte. Ich da gerade noch ein bisschen unsicher. Aber was machen wir beim nächsten Mal? Gehen wir zum Langhaus. Schau mal, wie es dort aussieht. Der Hund wieder da ist, ob mein Garten fertig ist, ob die Katzen wieder da sind. Dann machen wir Feier. Und die war da, bin glücklich. Wir ellen jetzt hier. Wow. Es ist so süß. Ich mach da einfach irgendwas. Da, da.
mich, dich zu sehen. Kann ich bei dir? Nee, oh. Sicher? Ich hätte gedacht, dass ich jetzt bei ihm irgendwie amputierte Bücher abgeben kann, aber anscheinend nicht. Bin ganz Ohr. Hm. Was fragen kann ich ihn auch nicht? Na gut. Dann, was Neues, Goldenes Glück. Die Verbrauch, verbindeten Segen. Speichern. Hey. Leute. Ich mach Feierabend für heute. Sorry für die ganzen technischen Probleme heute. Ich weiß auch nicht, was los war. Muss ich mal gucken, wie ich das dann für YouTube mache. Ich glaube, der erste war nach einer halben Stunde. Und der zweite war nach 2 oder 3 Stunden, glaube ich. Irgendwie so. Das lässt sich irgendwie. Ja, muss ich mal gucken. Mache ich, schau mir die VODs nachher ein bisschen an und dann. Vielleicht finde ich ja irgendwie Programm, wo ich da halt Part 1 und 2 irgendwie zusammenschneide. Dann mal gucken. Muss ich mal schauen. Ist eine Lösung. Ja, muss ich ja. bedanke mich auf jeden Fall für den Stream. War sehr schön. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir dieses Spiel wieder angegangen sind. Ich bin so gehypt. Ich bin so invested in dieses Spiel. Es ist insane. Nächste Woche. Muss ich mal schauen, wie es nächste Woche ausschaut. Ich denke mal, ich werde versuchen, Dienstag zu streamen. Und dann halt auf jeden Fall Freitag und Samstag. Ich denke, das nach einem. Ja. Ja, ich denke, das klingt nach einem Plan. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf schön, träumt süß, einen angenehmen Sonntag. Jaco, viel Spaß bei Silent Hill morgen. Du darfst gerne berichten. Wie es so ist. Und bis nächste Woche, würde ich sagen. Ich werde morgen irgendwann im Laufe des Tages einen Stream planen bei Discord. Bescheid. Tschüssi.